Grüß euch und hallo zusammen. Weihnachten ist vorüber und wir müssen mal schauen, dass wir unsere vollgefressenen Bäuche ein bisschen trainieren. Sturm Zoltan hat uns hier ein paar Sachen hinterlassen. Ihr seht schon, da liegen eins, zwei, drei, da drüben zwei. Da hängt einer, da unten liegen auch ein paar. Und jetzt fangen wir erst einmal an mit dem Sauereien aufräumen, bevor wir dann in die Durchforstungen und Entnutzungen wieder einsteigen. Ja, Jakob hat Ferien, darum darf er mal helfen. Und dann schauen wir mal, dass wir loslegen. Ach, hab ich das vermisst. Ich bin ja gerade beim Aufarbeiten und jetzt muss ich euch mal was zeigen. Schaut euch mal das hier an. Jemand eine Idee, was das ist? Das ist Schlamm. Aber wo kommt der Schlamm her? Ich kann es euch ganz genau sagen. Der Wind hat den Baum so beidelt, er hat den ganzen Boden drunter schon so aufgeweicht und schlammig gemacht, dass den Schlamm aus dem Boden gedrückt hat. Aber der Baum steht noch. Der braucht jetzt natürlich noch mal eine ganze Zeit, bis der wieder gescheit fest wächst. Weil ich denke, da gleich noch mal ein Sturm, dann flackt der Kandidat da. So kann es gehen. Das habe ich so auch noch nicht oft gesehen. Oder was sagt der Jakob dazu, woher das kommt? Möglich, dass ein volles Loch im Boden ist. Ja, ein Wunder, dass der Baum noch steht. Naja, ansonsten machen wir weiter. Es sind noch genügend Bäume da. Da unten hat es uns gleich eine Lärche geschmissen. Die hat ja nicht einmal Nadeln drauf im Winter. Und stand da eigentlich ganz friedlich. Eine Lärche wurzelt ja nicht wirklich flach. Hat also eigentlich einen ganz guten Wurzelteller. Hat ein ganz schönes Loch gegeben. Aber irgendwie hat sie nicht taugt. Und hat es mir die Lärche da reingeschmissen. Na gut, aufarbeiten hilft nichts. Oh.
Manchmal muss man Sachen ausprobieren. Okay. Ja, ein bisschen zurück, der liegt da oben in der Astgabel drin, nicht dass der da mitkommt. So, was machen wir jetzt? Ha? Die falsche Antwort ist abmetern. Wir gehen jetzt mit Gewalt ziehen. Wahrscheinlich geht die Ahorn einfach mit. Die ziehen wir mit um, dann da schauen wir den Baum, da schauen wir den Baum und dann bloß Sauerei. Ja. Oder? Könnte ja böse sein und sagen, hättest halt mich schneiden lassen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht besser gemacht, aber wäre ich schuld gewesen. Der lag ja vorher schon in der Ahorn. Wir haben einen Fehler gemacht. Was, wenn das ein Fehler war? Ja, das wäre jetzt eine typische, eine atypische. Wir haben vorher schon rausgehoben gehabt. Der war ja schon aus der Gabe raus. Wir hätten bloß mit Gewalt weiterziehen müssen. So, so. Ich dachte, weil wir jetzt eine atypische Waldgefahr geschaffen haben, indem wir einen abgeschnittenen Baum aufgehängt haben. Davor wäre es eine typische Waldgefahr mit einem Windwurf gewesen. Das Lotto anlegen und den in der Mitte abschneiden. Nein! Nein! Ja, was macht das? Das Einzige, was wir machen können, ist die Ahorn umschneiden. Ja, da kannst du aber auch gleich Ozean bis abreißt. Dann bist du sicherer. Jetzt geht der Ahorn mit. Nein, er ist stehen. Aber sein Wurzelteller hat sich ganz schön gekippt. Ahorn steht, keine Bahn verkratzt. Gut gegangen. Aber gerade, dass es nicht erstanden hat. Ich glaube, ohne die Unterstützung von der Fichten hätte er es nicht erhebt. Ja. So ein Graffi am Baum. Also, die ersten 14 rotfaul. Die zweiten 14 rotfaul. Da hinten wird er dann sauber. Das ist aber eigentlich nur noch Stagettenware. Also zwei Stückel Stagettenware, der Rest ist Hackholz. Aber aufgeräumt ist er und wir fahren ja eh da vorbei. Auf zum nächsten Baum. Schaut mal her, was wir hier für eine wunderschöne Buche haben. Jakob hat festgestellt, er macht da einen Biotopbaum draus. Und ich pflichte ihm bei, weil ich habe keine Lust, das Ding durch den Spalter zu jagen. Und Wertholz ist das auch nicht. Wir werden die jetzt ringeln und dann in 3 Jahren oder 4 Jahren, wenn er ganz dürr ist, gibt es dann ein paar Euro dafür und dann kann das Ding einfach stehen lassen, bis es zusammenfällt. Ein paar Euro ist gut gesagt. Mit dem Förderprogramm verdienst du mehr Geld, wie die Buche jemals gebracht hätte. Ja, natürlich. Also wir kriegen da, ich weiß noch nicht, also es ist jetzt von der Stärke her, wird er noch nicht in die Topklasse reinlaufen, aber 140, 150 Euro gibt es für das Ding, wenn ich es 10 Jahre stehen lasse und wenn ich Brennholz draus mache. Naja, gut, jeder aber gehabt. Also schneiden wir rundum. Bleibt. Ja, genau, das ist das Wichtige, dass da keine Rinde überbleibt. Und wie gesagt, das dauert jetzt 2-3 Jahre, bis der Baum wirklich tot ist, weil mit Wasser wird er noch versorgt. Das geht ja innen im Kernholz auf und die Nährstoffe gehen praktisch über die Rinde nach unten und versorgen die Wurzeln. Und jetzt haben wir eben die Nährstoffzufuhr gekappt, die Wurzeln sterben ab und dann stirbt auch der Baum ab. Und dann können wir den Förster mal wieder kommen lassen. Und dann kriegt er sein B und seine Markierung. Und dann kann er die nächsten 12 Jahre hier vor sich hingammeln, bis er zusammenfällt. Und wenn er dann noch gut ist nach 12 Jahren, kann man nochmal Förderung beantragen, wenn bis dahin noch ein Geld im Topf ist. Ein ganz schönes Gerät. Eine Esche. Vom Eschentriebsterben befallen. Der wird befallen, der ist so ziemlich klein. Das war jetzt noch eine von den gesünderen. Normalerweise schauen die noch viel schlechter aus. Ja, wir werden das Ding jetzt auf jeden Fall mal aufarbeiten soweit und dann mit der Seilwinden Richtung Weg ziehen, weil das Holz da daneben gehört den Nachbarn, damit wir da möglichst wenig Schaden machen.
Also wieder so typisch, gell? Dahin steht der Zwiesel, den hat es nicht umgehauen. Aber den schönen Baum da, den hat es mir da reingelegt. Die nächste Fichte natürlich auch noch angekratzt. Ein bisschen Spannung hat er auch, so wie er ausschaut. Dabei hätte er eigentlich eine recht ordentliche Wurzel. Kann man doch gar nichts sagen. Er war schon tief verwurzelt. Wurzelteller ist schon so einen Meter dick. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Standort falsch gewesen wäre. Den hat es einfach so lange beidelt, bis er locker geworden ist. Und dann ist der ganze Baum umgefallen. Ja gut, wir sind wieder draußen im Holz. Nächster Tag, nächsten Bäume. Die nächsten Sauereien zum Aufräumen. Jakob ist gerade da unten beschäftigt. Und ich schnapp mir mal den Kandidaten hier. Da ist er gebrochen. Jetzt muss ich mal schauen, wie von der Länge her rauskommt. Ich kann ja so als Fixlänge in 14 und 15 machen. Dann schauen wir mal, ob sich das hier rausteilt. Aber das passt ja gerade so. Weil da bei 8,20 müsste ich abschneiden und der Riss geht eh bis daher. Dann kann ich den da abschneiden. Gefährliche Geschichten. Mhm. Baum erfinden. Oder? Und wieder ein Fleck aufgeräumt. Die Arbeit nimmt kein Ende. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und führt euch. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es dann nächste Woche weiter mit dem Holzen. Beziehungsweise müssen wir mal schauen, was uns dann an Demonstrationen drohen. Die Ohr? Ja, die kriegen wir auch noch. Gut. Weil wenn sie schon mal eine Ohr rumhaut, dann wird die gleich für unser Sägewerk wegkriegen. Beziehungsweise ich hole sie mir, bevor sie am Hackholzhaufen landet. Was? Ich hole mir die Ohr, bevor sie am Hackholzhaufen landet. Du, die ist auch genutzt am Hackholzhaufen, macht warm. Ich weiß, hat einen tollen Heizwert. Ja, da gibt's Power. Für wenig Staub. Einer der Hauptgründe, warum ich ein eigenes Sägewerk wollte. Für die Wertschöpfung der eigenen Hölzer. Vor allem für die Ohr. Das tut schon richtig weh. Hat die letztes Jahr richtig weh getan. Wenn er, ja, meiner ist er halt so klein, wenn du irgendwie 3 Meter oder sowas oder ein Schmäu oder mit einem Stamm fängst du dann an, den über die GPV zu vermarkten. Und im Endeffekt sind es die Mähren auf dem Hackholzhaufen gelandet, weil was machst du damit? Und jetzt habe ich zumindest das eigene Sägewerk. Jetzt kann ich mir die eigenen Eichen und alles hersägen. Also das ist
Ein eigenes Sägewerk ist schon richtig geil. Ich habe ihn jetzt so lang wie möglich gelassen. Das sind jetzt 5,40 Meter. Ja. Wir kriegen es geschnitten. Ja, eben. Danke.